Kleiner Donner reist aus. Blitz. Na komm! Ich wette meinen schönsten Wolfszahn, dass ich als Erster da bin. Pass auf, kleiner Donner. Du musst anhalten. Da kommt doch die Schlucht. Festhalten, Yakari. Oh. So schlimm, es geht schon. Haha, ich war schneller. Ich hab gewonnen, kleiner Dachs. Ich bin der Größte. Du warst schneller? Und ich, Yakari? Ich war schneller. Ich bin Erster. Uhuhu. Ist schon klar. Yeah. Widerspruch zwecklos. Ja. Jetzt komm, kleiner Dachs, mach nicht so ein Gesicht. Du wirst schon sehen. Nächstes Mal gewinne ich. Ah! Oh. Ja! Oh! Au! Au! Ja! Oh. Meine Güte, den sticht aber der Hafer. Er weiß gar nicht, wohin mit seiner Kraft. Er muss nur lernen, mit der Kraft umzugehen. Schließlich soll er eins der Tapferste sein aller Sioux. Los, kleiner Donner, wir müssen zur Hochebene. Ich will unbedingt als Erster da oben sein. Komm schon! Kleiner Dachs fordert eine Revanche. Und ich bin nur der Größte, wenn ich da auch gewinne. Los jetzt! Oh doch, kleiner Donner, wir reiten! Hast du etwa immer noch nicht begriffen, dass ich keine Lust habe? Oh! Hey, was soll denn das? Na los, kleiner Donner, ich will dahin! Sag mal, Yakari, du verstehst doch die Sprache der Tiere, oder? Dann verstehe ich aber nicht, warum du mir nicht zuhörst. Das war gemein. Kleiner Donner! Warte! Komm bitte zurück. Thank you.
Kleiner Donner ist weg. Hilf mir, ihn zu finden. Ich weiß, was geschehen ist, Yakari, aber bedenke, dass die Pferde nicht immer bei den Sioux waren. Es ist ein großes Glück, wenn sie bei ihnen bleiben. Und darum müssen die Menschen gut auf ihre Pferde Acht geben. Ja, aber was soll ich tun, großer Adler? Das findest du allein heraus. Wakonda hat dir die Gabe verliehen, mit den Tieren zu sprechen. Nutze sie sinnvoll. Ich hätte Kleiner Donner so gern wieder. Du musst nicht nur auf die Worte von Kleiner Donner hören. Du musst auch hören, was dir sein Herz sagt. Zwinge Kleiner Donner nicht deinen Willen auf. Er möchte frei sein, Yakari. Frei wie alle Lebewesen auf dieser Erde. Geh nur schlafen, Yakari. Die Nacht kommt und mit ihr die Antwort. Auf, wo du hintrittst. Unser Wirbelwind ist heute Morgen aber sehr still. Hey, Yakari, machen wir nun heute unser Wettrennen? Ich muss zuerst Kleiner Donner suchen gehen. Er braucht mich und ich brauche ihn. Und was soll ich machen? Schneller Blitz, kannst du mir nicht helfen, Kleiner Donner wiederzufinden? Da schnappen wir uns. Ha, meine neue Freiheit lasse ich mir von den beiden nicht abnehmen. Nur Mut, Kleiner Donner. Unfassbar. Unsere Mustangs hätten das nie gewagt. Ein solches Pferd verdient es, frei wie der Wind zu sein. Lassen wir es laufen. Leb wohl, kleines Pferd! Kleiner Donner! Das sind seine Hufspuren. Die müssen von ihm sein, das weiß ich genau. Er ist über die Schlucht gesprungen. Wir müssen auch auf die andere Seite, schneller Blitz. Das geht nicht, Yakari. Aber warum nicht? Es gibt nur ein Pferd, das so eine breite Schlucht überspringen kann, wie du weißt. Ich bin nicht Kleiner Donner. Was soll denn das? Du hast versprochen, mir zu helfen. Die Menschen müssen gut auf ihre Pferde Acht geben. Zwinge ihnen nicht deinen Willen auf. Du hast vollkommen recht. Danke, schneller Blitz. Viel Glück, Yakari. Und sei vorsichtig. Wisst ihr vielleicht, wo er ist? Oder könnt ihr mich etwa gar nicht verstehen? Er ist schwarz-weiß, mit einer hellen Mähne und eher klein. So ein Pony. Aber das täuscht, denn er ist ganz besonders stark und mutig. Er springt höher und weiter als ihr alle, sogar über tiefe Schluchten. Und gegen schneller Blitz gewinnt er jedes Rennen, weil er einfach der Größte ist. Komm mit. Ich glaube, ich weiß, wo wir dein Pony finden. Ja, wirklich? Er ist böse auf mich, weil ich gemein zu ihm war. Ich dachte, ich bin der Größte. Dabei habe ich nur durch ihn gewonnen. Und viel mutiger ist er auch noch. Großer Adler hat recht, ich muss ihm seine Freiheit lassen. Und hättest du den Mut, das deinem Pony auch alles selbst zu sagen? Natürlich würde ich das, na und auch, dass ich nie wieder versuchen werde, ihm meinen Willen aufzuzwingen.
weil er doch mein Freund ist. Und dass er sich immer voll auf mich verlassen kann. Und das Allerwichtigste würde ich ihm auch sagen, dass er mir schrecklich fehlt. Das würde ich ihm alles sagen. Kleiner Donner! Oh, kleiner Donner, du hast mir so gefehlt und ich habe dich gar nicht erkannt. Wie solltest du auch, Yakari? Ich hatte mich im Schlamm gewälzt. Hui! So konnte ich hören, was du den anderen Pferden über mich erzählst. Ach so. Und bleibst du jetzt bei mir, kleiner ja, Donner? Du hast mir auch gefehlt, Yakari. Ja? Dann schnell zurück nach Hause. Na los! Oh, bitte entschuldige. Willst du das auch? Na klar! Kleiner Donner, ich weiß, dass du nicht gern hierher kommst. Als wir das letzte Mal in dieser Schlucht waren, wurde Kleiner Donner von einer Schlange gebissen. Aber diesmal passen wir auf, hm? Ja, ich kann auf Überraschungen verzichten. Ach du, schön, dass wir uns wiedersehen. Ein alter Freund von mir. Hä? Guten Tag. Freut sich, mich wiederzusehen, hallo. Hä? Selber hallo. Na, er scheint sich auch richtig zu freuen, uns wiederzusehen. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. So schlechte Laune? Was ist passiert? Na, eine der Ziegen ist verschwunden. Die kommt bestimmt wieder. Wo soll sie schon hin? Nein, das passt nicht zu ihr. Es ist die zahmste und ruhigste Ziege der Herde und wäre niemals allein fortgegangen. Es muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Wir könnten ja nach ihr suchen. Sei still, Yakari. Mach doch, was ihr wollt. Mir fehlt die Zeit. Ich muss die anderen hüten. Ein komischer Esel. Na los, dann suchen wir. Der Boden so trocken, dass keine Spuren bleiben. Die Fährte der Ziege ist unmöglich zu erkennen. Ja.
sicher, das ist ein sicheres Plätzchen, glaube ich. Pass auf, Yakari! Ganz ruhig, kleiner Donner, die tut dir nichts mehr. Sie ist weg. Hm? Regenbogen? Wo bist du? Regenbogen! Da stimmt was nicht. Die Ziege suchen wir später. Sie ist irgendwo in diesem Irrgarten. Aber wo? Hey! Hey! Hallo, Kuckuck. Hallo! Wir suchen meine Freundin Regenbogen. Hast du sie zufällig gesehen? Ja, Kuckuck. Wirklich? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Kuckuck, sie sah müde aus, Kuckuck, und ging ganz lahm, Kuckuck. Sie ging lahm? Wohin? Kuckuck, immer da lang und knabberte an einem Grasbüschel, Kuckuck. Was tat sie? Leerer Bauch meckert nicht gern. Halt, warte mal. Eine Ziege. Das war eine Ziege. Ja, Kuckuck, die sucht ihr doch, oder? Kuckuck. Nein, ich meine doch, wir suchen auch eine Ziege, aber wir müssen jetzt weiter, Kuckuck. Kuckuck, die wissen ja gar nicht, was sie suchen. Sieh mal da, das sind Aasgeier. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Los, kleiner Donner, höher! Es wird alles gut, hab keine Angst. Meine Freunde finden mich, das weiß ich. Was passiert? Da ist ja die Ziege. Yakari, die Ziege kommt bald nieder. Sie kommt was? Sie wird ein Junges zur Welt bringen. Wir müssen bei ihr bleiben. Mäh, mäh, mäh. Pass auf, Yakari, hinter dir. Was ist da? Zurückzulaufen. Hä? Warte, Esel! Ich brauche deine Hilfe! Es ist dringend! Ich habe keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich die Herde hüte? Ich bitte dich. Meine Freunde sind in großer Gefahr. Da ist ein Puma! Da kann man nichts machen. Meine Ziegen brauchen mich nun mal hier. Ach. Warte, er wird sie und die Ziege auffressen. Die Ziege? Welche? Etwa meine Ziege? Wann kommt endlich Hilfe? Komm ja nicht näher, du! Mäh! Mäh! Oh,
mir. Komm, kleiner Donner. Er ist geflohen. Das reicht jetzt. Irgend, hm? Das Brüllen. Mhm. Dein Junges. Ein Glück. Oh, ist das süß. Na los, du schaffst es. So, Zicklein. Wir müssen jetzt los. Ich bin ja kein Trödelesel, sondern ein Hüteesel. Schade, dass du immer so schlechte Laune hast. Dabei hast du doch ein gutes Herz. Und du hast uns alle gerettet. Na ja, und ich? Dir danke ich auch, kleiner Donner. Los, kommt schon! Vorwärts, vorwärts! Ich hab nicht ewig Zeit. Ihr schlaft ja beim Gehen ein. Wollt ihr euch etwa auch verlaufen? Auf Wiedersehen! Bis bald! Und geradewegs einem Puma in die Krallen. Macht's gut! Auf Wiedersehen! Na los, weiter! Der antwortet sowieso nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Ziegen hüten, Kinder retten, was denn noch alles? Aber wahrscheinlich ändert er sich nie. Na gut, Freunde, lasst uns heim. Es ist toll, so los zu galoppieren, wenn der Tag gerade anfängt, Yakari. Ja, ich auch. Guten Morgen, Knickohr. Geht's dir gut? Nein. Aber warum denn nicht? Oh. Na, was ist? Nun erzähl doch. Lasst mich doch in Ruhe. So knurrig warst du aber noch nie. Ich weiß, was dir fehlt. Eine kleine Runde Stöckchen holen. Dein Lieblingsspiel. Was mir fehlt, ist eine ordentliche Mahlzeit. Schnelle Schildkröte hat mir seit 2 Tagen nichts hingestellt. Ach, das hat sie bestimmt nur vergessen. Jetzt komm, gehen wir zu ihr. Vergessen? Aber ich kümmere mich doch um Knickohr, als wäre er mein Kind. Und ich habe seinen Napf sehr gut gefüllt, wie jeden Morgen bei Tagesanbruch. In meinem Alter ist es so, dass man sehr früh aufsteht, Yakari. Ich glaube ihm, sieh ihn dir doch an. Oh ja, stimmt, der Arme sieht ja ganz hungrig aus. Aber komischerweise ist die Schüssel blitzeblank geleckt worden. Das heißt, jemand muss sein Futter gestohlen haben. Schnelle Schildkröte! Ich muss jetzt gehen, Yakari. Da liegen noch sehr viele Vorräte in meinem Tipi. Bitte sei so lieb und gib Knickohr was davon. Wir sehen uns nachher. Was ist? Was hat sie gesagt? Ich bin gleich wieder da, Knickohr. Warum gehen denn alle und lassen mich hier ohne Futter verhungern? Na siehst du, alles wird gut. Knickohr? Keiner hat mehr Zeit für den armen alten Knickohr. Schnelle Schildkröte kümmert sich nicht um mich, na und Yakari ja auch nicht. Knickohr, da bist du ja. Hey, worauf wartest du denn? Ich hab deinen Napf gefüllt. Wo willst du denn hin? Ich geh weg. Wenn ich euch so lästig bin, dann muss ich mir eben einen neuen Platz suchen. Na, jetzt übertreibt er aber. Lass nur, ich mach das schon, kleiner Donner. Nun, warte doch. Weißt du, schnelle Schildkröte kann gar nichts dafür, dass du dein Futter nicht bekommst. Dafür sieht es ganz so aus, als ob sich ein Dieb aus deinem Napf bedient hat. Und nun brauche ich Hilfe, um ihn schnappen zu können. Ein Dieb? Du bist der beste Fährtenleser, Knickohr. Und mit deinem Spürsinn werden wir ganz schnell rauskriegen, wer dafür verantwortlich ist. Es sei denn, du möchtest ihm deine Mahlzeiten überlassen. Na also. Yakari, sieh mal! Der Dieb war also schon wieder da. Keine Angst, den schnappen wir uns schon. Also wenn ich den erwisch, dann werde ich... Nein. Wir müssen schlauer sein als er. Das sind wir, wenn wir ganz genau überlegen. Da
Da sind Spuren. So ist das also, Knickohr. Jetzt verstehe ich. Was verstehst du, Yakari? Nun sag schon. Ich sehe da nur eine Möglichkeit. Wir ertappen ihn morgen früh auf frischer Tat, wenn er sich über deinen Napf hermacht. Na toll, morgen erst. Warte, ich werde erst mal was Leckeres für dich suchen. Knickohr ist groß genug, um sich selbst um sein Futter zu kümmern. Das machen wir Ponys doch auch. Aber er hat ja nie gelernt, wie man auf die Jagd geht. Und dann klaut jemand sein Futter. Ach, das klaut doch keiner. Schnelle Schildkröte hat das einfach nur vergessen. Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann war der Napf, den ich selbst gefüllt hatte, auch leer. Und ich habe Pfotenabdrücke gefunden, die waren viel zu klein für Knickohr. Eins ist sicher. In so einem Zustand habe ich ihn noch nie gesehen. Knickohr macht mir Sorgen. Und ich werde alles tun, damit er sich wieder wohlfühlt. Hör auf, mach nicht so einen Lärm, Knickohr. Wenn ich doch so schrecklich müde bin, es ist auch noch furchtbar früh. Siehst du, schnelle Schildkröte denkt an dich. Ich hab so einen Hunger. Nicht, so kriegen wir ihn nie. Na sowas. Das gehört mir. Hey! Also jetzt reicht es aber. Raus hier, Knickohr. Na los, wird bald. Was fällt dir denn ein, auf den armen Kleinen hier loszugehen? Das ist ein bisschen meine Schuld. Aber nein, sieh doch nur, was er da drinnen angerichtet hat. Na, ich glaube, da hat jemand Hunger. Ich werde dir beim Aufräumen helfen, schnelle Schildkröte. Das ist lieb, Yakari. Ich bin hier also nicht mehr erwünscht. Du sprichst meine Sprache? Oh ja. Und kleiner Hund, verrätst du mir deinen Namen? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Woher kommst du? Und wer sind deine Eltern? Hey, nicht so wild. Oh. Gut, dann nenne ich dich Feuerball. Denn genauso benimmst du dich. Bist du einverstanden? Feuerball? Hey, aber wo ist eigentlich Knickohr? Du kennst meinen besten Freund noch nicht. Los, komm mit. Knickohr ist weggelaufen, Yakari. Er hat mir gesagt, dass er euch für immer verlassen will. Und ich konnte ihn nicht davon abbringen. Wenn wir gleich losreiten, holen wir ihn sicher schnell ein. Yakari, du musst helfen, die Tippis zu sichern. Es gibt heute noch ein schweres Gewitter. Das könnte großen Schaden anrichten. Vater, ich muss aber Knickohr wiederfinden. Er ist ganz allein in den Wald gelaufen. Ich kenne deine Hilfsbereitschaft. Aber das hier ist wichtiger. Der Hund wird allein zurückfinden. Ich werde erst einmal damit zu tun haben, unsere Tipis vor dem Sturm zu sichern. Sie werden mich bestimmt schon vermissen. Ich bin ja sowieso nicht auf sie angewiesen. Ihr Yakari kommt bestimmt bald und möchte unbedingt, dass ich zurück nach Hause komme. Diese Nacht wird ganz schön lang, sehr lang. So, ich werde jetzt Knickohr suchen gehen. Du kannst ja so lange auf Feuerball aufpassen. Ich bin sehr streng zu Knickohr gewesen, sonst kam er immer her, um mir Gesellschaft zu leisten. Keine Sorge, schnelle Schildkröte. Ich bringe ihn ganz schnell zurück. Wenn er wüsste, wie sehr wir an ihm hängen, würde er schnurstracks zurückkommen. Na los, kleiner Donner. Lauf so schnell wie der Wind. Halt dich gut an meiner Mähne fest. Jetzt kannst du was erleben. Der Wald ist riesengroß. Wo sollen wir anfangen, nach Knickohr zu suchen? Das Gewitter hat alle Spuren weggewaschen, aber da sind ja noch unsere Freunde, die Tiere. So ein Hund würde ihn bestimmt auffallen. Ein Hund mit abgeknicktem Ohr? Er hat hier im Wald übernachtet. Mit rostbraunem Fell und sehr lieb. Er weiß nicht, wo er hin soll.
Und du, Pekari, hast du nicht irgendwo einen Hund gesehen? Schnelle Schildkröte wird sehr enttäuscht sein, wenn wir ohne Knickohr zurückkommen. Keiner hat ihn gesehen. Er kann ja nicht weggeflogen sein. Weggeflogen? Na ja, das sagt man doch nur so, Yakari. Natürlich, ich weiß, aber das bringt mich auf eine Idee. Wenn ich hier raufkletter, sehe ich bestimmt mehr. Da ist er. Ein Hund, ich kann ihn eindeutig sehen. Was? Nein, zwei Hunde. Zwei Hunde? Sei vorsichtig, vielleicht sind es ja Wölfe. Da sind sie. Nicht so schnell, wir dürfen sie nicht erschrecken. Habt keine Angst. Wir haben euren Hund nirgendwo gesehen. Eigentlich sind wir bei einem Nomadenstamm zu Hause, aber wir mussten die Menschen dort verlassen. Wir haben unseren Jungen verloren und suchen ihn überall. Sieht er aus wie ein kleiner Feuerball? Hast du ihn etwa gesehen? Macht euch keine Sorgen mehr, der Kleine ist in Sicherheit. Ich werde euch zu ihm bringen. Ja, wirklich? Oh. Danke, kleiner Mensch. Aber zuerst muss ich euch um einen großen Gefallen bitten. Teilen wir uns auf. Zu viert und mit eurem Spürsinn werden wir ihn sicher ganz schnell finden. Wir treffen uns auf der anderen Seite des Waldes. Ich hab so einen Hunger. Und dann habe ich mich auch noch vollkommen verlaufen. Wann kommt Yakari denn nun endlich und holt mich hier ab? Yakari! Yakari! Ich bin hier! Er ist nicht zu finden. Hoffentlich haben Feuerballs Eltern mehr Glück bei der Suche als wir. Das sind sie! Sie haben Knickohr gefunden! Wir haben euren Freund gefunden, aber er ist in großer Gefahr! Das wird dir mein Freund Yakari heimzahlen! Welcher Freund? Ich sehe hier niemanden außer dir und mir! Knickohr ist mein Freund, du wirst ihm nichts tun! Yakari! Na, jetzt bist du ganz still geworden. Gegen den kannst du wohl nur noch klein beigeben. Keinen Schritt weiter, Karkaschu, oder du kriegst es mit mir zu tun. Ganz toll gemacht, Knickohr. Das war sehr mutig von dir. Aber du hast dir wirklich ganz schön Zeit gelassen, mich zurückzuholen. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Du bist mein liebster Schatz, weißt du das? Jetzt ist alles wieder gut. Feuerball hat seine Eltern wieder gefunden. Und Knickohr seine gute Laune. Nabelhorn-Antilope ist so schnell an mir vorbeigeflitzt. Zack! Und ich bin dann so rumgewirbelt. Übertreibst du da nicht ein bisschen, Lindenbaum? Nein, nein! Gabelhorn-Antilopen sind die allerschnellsten Tiere der Prärie. So schnell wie wir Mustangs sind sie aber nicht. Um das zu beweisen, müsstest du gegen eine Antilope gewinnen. Und das ist einfach ausgeschlossen. Hey! Ist das Wasser angenehm? Na schön, du hast es so gewollt. Ich laufe mit einer Antilope um die Wette. Was meinst du, Yakari? Eine tolle Idee, aber erstmal müssen wir eine finden. Ja, ein Wettrennen! Hab ich mit Absicht gemacht. Was wäre wohl die beste Methode, sich Gabelhorn-Antilopen zu nähern, stiller Fels? Gabelhorn-Antilopen? Naja, ich kenne eine gute Methode, sie anzulocken. Du wirst dich wundern, Yakari. Mit einem Mokassin? Und das soll funktionieren? Oh ja, diese Tiere sind sehr neugierig und wollen alles, was sich bewegt, aus der Nähe betrachten. Psst, da ist schon eine. Oh nein, ich hab sie verjagt. Hey, aber die sind wirklich schnell. Spring auf, die holen wir schon ein.
Ihr Vorsprung wird größer. Ohne dich wäre ich schneller. Halt dich fest. Warte auf uns. Wir wollen dir gar nichts tun. Aber... wir wollen dich nur kennenlernen. Siehst du? Keine Waffe. Wieso kannst du mit mir sprechen, kleiner Menschenjunge? Das ist meine Gabe. So wie es deine Gabe ist, dass du so schnell rennen kannst. Ja, wir sind die allerschnellsten Tiere in der ganzen Prärie. Ja, das haben die Biber auch behauptet. Aber ich glaube, wir Mustangs sind schneller. Ganz sicher. Und deshalb schlagen wir dir ein Wettrennen vor den Bibern vor. Mhm. Mein Name ist Yakari und das ist Kleiner Donner. Gut. Aber ich schätze mal, du hast keine Chance. Papa! Papa! Ah, das ist meine kleine Familie. Das sind Yakari und Kleiner Donner. Euer Wettrennen ist total überflüssig. Es ist nämlich keiner schneller als unser Vater. Habe ich recht, Tipo? Ja, er ist der Schnellste in unserer Herde. Ihr habt gar keine Chance. Hey, ihr beiden, hört sofort auf, unseren Freund zu ärgern. Die zwei sind sich so ähnlich, ich kann kaum unterscheiden, wer Tipo ist und wer Topi. Ja, die beiden sind Zwillinge, aber wenn du genau hinsiehst, Yakari, Topi hat einen kleinen Fleck am Hals. Das werde ich mir merken. Lauf nicht zu weit weg, Topi. Gut, treffen wir uns mit den Bibern. Ich kann das Wettrennen kaum erwarten. Der Speer der Herde gibt Signale. Wenn sich ein Räuber nähert, warnt er die anderen, indem er die weißen Rumpfhaare aufstellt. Papa, Topi ist weg. Topi! Hoffentlich ist er nicht in Richtung des Räubers gelaufen. Wir kommen mit. Der Kojote greift an. Lass meinen Jungen in Ruhe. Und lass dich hier nie wieder blicken. Das wirst du mir büßen, Gabelhorn. Und dann ist der Kojote ganz schnell abgehauen. Mein Papa ist der Stärkste. Wir sind auch stark. Wie wär's mit deinem Wettrennen, Yakari? Oh ja, ja bitte. Na los, Yakari, mach ihnen doch die Freude. Das kann ich ja nur verlieren. Ihr seid doch viel schneller als ich. Ist doch egal. Ganz sicher. Wer als erster da oben am Baum ist. Und los geht's. Hey, warte doch. Na los, Yakari. Schneller. Die beiden sind zu früh gestartet. Ich hab gewonnen. Nein, ich hab gewonnen. Oh nein. Ein Präriefeuer. Der Wind treibt es zu uns. Wir müssen schnell hier weg. Da ist ein Feuer. Schnell zum Fluss. Du auch, kleiner Donner. Los, los, schneller. Ich bin zu langsam. Lauf vor. Kleiner Donner. Die Eltern konnten nicht über das Feuer springen und wir sollen auf die Kleinen aufpassen. Wir treffen sie auf der anderen Seite des Flusses. Ja, ist gut. Los, schneller. Tipo und Topi, bleibt dicht bei uns. Topi ist weg. Was? Oh nein. Er hat sich im Rauch verirrt. Wir müssen ihn finden. Tipo? Yakari? Kleiner Donner? Wo seid ihr? So trifft man sich wieder, mein Kleiner. Und diesmal kann dein Vater dich nicht beschützen. Nein! Hilfe! Papa! Wo bist du, Topi? Topi! Topi! Yakari, sieh mal da! Das könnten Spuren von Topi sein. Ja, kein Zweifel. Die stammen von ihm. Aber seht euch das an. Da sind noch andere Spuren. Er wird von dem Kojoten gejagt. Wir müssen ihm helfen. Folgen wir der Spur. Zum Glück führen sie in Richtung Fluss. Aber wir müssen vorsichtig sein. In diesem Rauch kann man kaum etwas sehen. Hier müssen sie rüber sein. Ab ins Wasser. Pass nur gut auf, wo du hintrittst, Tipo. Es wird schwierig, ihre Spur wieder zu finden. Hier lang sind viele Tiere geflüchtet. Hilfe! Hilfe! Festhalten, Stachelschwein! Oh,
Ohne euch wäre ich glatt ertrunken. Eigentlich kann ich ganz gut schwimmen, aber die Flucht vor dem Feuer hat mich sehr erschöpft. Ruh dich erst einmal aus. Auf dieser Seite hast du nichts mehr zu befürchten. Mach's gut. Ich verdanke dir mein Leben. Also wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich nur. Du schuldest mir nichts. Wir haben es nur so eilig, weil sein Bruder von einem Kojoten verfolgt wird. Doch wir haben seine Spur verloren. Ein Kojote? Ich weiß, wie man die aufspürt. Ich bin nur etwas langsam. Tut mir leid. Klettern kann er schneller, als er läuft. Geschafft. Ich sehe sie. Auf dem Berg kommen. Schnell, der Kojote ist ihm schon ganz dicht auf den Fersen. Ich komme nach, so schnell ich eben kann. Oh je. Hilfe! Ja, lauf nur, lauf. Das regt meinen Appetit an. Entkommt mir. Also dieser Weg hier wird immer beschwerlicher. Seid nur vorsichtig. Hilfe! Ha? Habt ihr das gehört? Das ist mein Bruder, der da ruft. Irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Früher oder später. Seht mal da. Da ist er. Wir müssen ihn retten. Ganz ruhig, Tipo, sonst greift der Kojote uns auch noch an. Nur kleiner Donner ist groß genug, aber er kann da nicht hinunter. Wir brauchen einen guten Plan. Hör zu, ich habe eine Idee. Wir tun Folgendes. Na, mein Kleiner? Aha. Jetzt haben wir genug gespielt. Es wird Zeit zu fressen. Jetzt bist du dran, Tipo. Und tu genau das, was ich dir gesagt habe. Hilfe! Hilf mir doch! Aber wieso ist er denn jetzt auf einmal da oben? Hilfe! Der böse Kojote will mich fangen! Na, sowas. Hilf mir doch! Aber so schnell kann man doch gar nicht sein. Zu Hilfe! Rettet mich doch! Hilfe! Der böse Kojote will mich fangen. Aber das gibt's doch einfach nicht. Hilfe! Hilfe! Ich wusste ja, dass diese Antilopen schnell sind, aber so schnell... Der ist ja völlig fertig. Dein Plan hat funktioniert, Yakari. Welcher Plan? Ist die kleine Antilope dem Kojoten entkommen? Nein, aber wir sind dabei, ihm einen Streich zu spielen. Und du kommst gerade rechtzeitig, um uns dabei zu helfen. Ich kann nicht mehr. Wo ist er denn nur hingelaufen? Jetzt sind es auf einmal zwei. Die schnapp ich mir. Das ist für dich, Kojote. Damit dir der Appetit auf meine Freunde vergeht. Den sehen wir so schnell nicht wieder. Bravo! Schneller! Na los, schneller! Schneller, Papa! Ja, du schaffst es, kleiner schneller, Donner! Schneller, schneller! Bravo! Ja! Gleichzeitig! Ja! Sie haben alle beide gewonnen. Mein Papa und kleiner Donner sind die Allerschnellsten. Also, ich kenne da einen, der vorher ganz schön angegeben hat. Nun ist es bald soweit, Yakari. Bald ist nichts mehr da, dann haben wir all unsere Vorräte aufgebraucht.
Aber das ist kein Grund zur Sorge, denn es ist Frühling und unsere Mutter Erde wird wieder neue Gaben hervorbringen. Und Frühjahrsputz kann man auch machen. Ganz genau, Yakari. All die Felle müssen gegerbt und die Tongefäße gereinigt werden. Darum kümmerst du dich, ja? Oh. Ich weiß, Schüsseln putzen klingt nicht nach Heldentaten, Yakari. Das, wozu deine Mutter dich da anhält, ist genauso wichtig wie die Jagd oder Fischfang für das Leben unseres Stammes. Mach ich, Mutter. Ich suche nur schnell Kleiner Donner. Ohne ihn werde ich es nicht schaffen, das alles zum Fluss zu schleppen. Das sind doch die müffeligen Vorratsreste vom letzten Jahr. Die habe ich eben weggeworfen und du schleppst sie gleich wieder an? Dieses Nest muss gründlich sauber gemacht werden und du wirst es erst wieder im Herbst mit Vorräten vollstellen, wie sich das gehört. Geht das schon wieder los? Das sind alles Vorräte aus dem letzten Jahr. Die müssen raus. Die können wir gut für den nächsten Winter brauchen. Man darf doch nichts verschwenden. Den nächsten Winter? Das ist doch jetzt schon alles ungenießbar. Sieh zu, dass der Krempel hier verschwindet und wag es nicht, uns noch mehr unnützes Zeugs anzuschleppen. Guten Tag, Flughahnchen. Hallo, ich bin's, Yakari. Geht es euch gut? Ach, Yakari, das trifft sich gut. Macht man jetzt Frühjahrsputz oder sammelt man Vorräte? Kannst du das dem da mal erklären? Na, Frühjahrsputz. Deine Frau hat recht. Sammelt ihr eure Vorräte nicht im Herbst, wie es alle anderen Flughörnchen tun? Eigentlich schon, aber man kann ja nie wissen. Also fange ich lieber jetzt schon an. Nachher hat man nicht genug. Du brauchst keine Angst zu haben. Sicher habt ihr genug, denn zur rechten Zeit gibt uns Mutter Erde alles, was wir brauchen, um uns zu ernähren. Es bringt nichts, wenn wir unnütze Dinge anhäufen. Das ist ziemlich viel Arbeit, Yakari. Ich werde einen Quarzstein nehmen, um die Bisonfelle abzuschaben. Aber zuerst baue ich mir einen Rahmen, um sie straff aufzuspannen. Das Säubern und Enthaaren geht dann bestimmt viel schneller. Schon wieder ein Loch? Das nähe ich schnell zu. Was? Hey, wo sind die ganzen Sachen hin? Ich hätte dich gewarnt, ich will solchen Plunder hier nicht mehr sehen. Verschwinde von hier und such dir gefälligst ein anderes Nest. Ich muss Yakari finden. Das ist das Revier von Flughörnchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich Sachen von uns nimmt. Yakari, sieh mal! Hey! Ich hab dich gesehen, Flughörnchen. Hast du mich gerufen, Yakari? Oh, du bist da? Ja, natürlich. Ich habe dich gesucht. Aber wenn du da bist, wer steckt dann wohl unter dem Topf? Meine Frau hat mich rausgeworfen. Du musst mir ganz dringend helfen, Yakari. Auf dich wird sie sicher hören. Bitte rede mit ihr. Das geht jetzt nicht, Flughörnchen. Jemand hat mir all meine Sachen weggenommen. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, werde ich den Wald verlassen müssen. Oh. Ja, na gut. Ich rede mit ihr. Doch danach muss ich den hinterhältigen Dieb finden, der mit all meinen Sachen verschwunden ist. Schneller, Yakari! Ich habe lauter Schnickschnack beim Nest gefunden und jetzt glaubt meine Frau, dass ich das gesammelt hätte. Aber das war ich nicht. Bestimmt können wir die Geschichte klären. Glaubst du? Hui! Hier, Yakari. In dem Baum ist das Nest. Genau wie mit den anderen Sachen. Sie hat alles runtergeworfen. Ja, nur leider gehören mir diese Sachen. Dieser Quarz und die Schüssel. Wie kommt das hierher? Ich war das nicht. Bitte glaub mir. Wenn das so ist, finden wir raus, wer diesen Unsinn angestellt hat. Sieh mal einer an.
Unser Dieb hat also Krallen, mit denen er auf Bäume raufklettert. Oh. Hier angekommen, steckt er seine Pfote in die Baumhöhle. Ungefähr so. Oh, was ist denn das? Kannst du denn nicht aufpassen? Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Wirklich nicht, nein. Und die hatte ich doch gesagt, du sollst von hier verschwinden. Aber nun will ich endlich wissen, wer das angestellt hat. Ja. Ein Fuchs? Ja, aber nicht irgendeiner. Ich bin nämlich ein Graufuchs. Oh, oh, oh. Nichts passiert, kleiner Mensch. Du hast eine komische Art, Bäume runterzuklettern. Du aber auch. Also, du hast mir die Sachen stibitzt und sie dann bei den Flughörnchen verstaut? Ich wollte, dass du das Flughörnchen für einen Dieb hältst. Warum denn das? Ich wollte ihm eine Lektion damit erteilen. Denn er hat letztes Jahr im Herbst beim Vorrätesammeln fast nichts übrig gelassen für die anderen. Ach so. Meinetwegen, dann ziehe ich ihn aus. Dieser Baum ist nicht groß genug für uns beide. Dann suche ich mir eben jetzt ein Nest nur für mich. Siehst du, wo deine Streiche hinführen? Ich hätte da schon längst ausziehen sollen. Was will das Flughörnchen mit diesem geradezu lächerlich großen Beutel? Es kann nicht einmal mehr von Ast zu Ast fliegen. Ich werde es schon noch schaffen. Flughörnchen! Lass doch den Beutel los, Flughörnchen. Mit dem wirst du niemals fliegen können. Yakari! Kleiner Donner! Sei vorsichtig, kleiner Donner. Du musst vom Feuer weggehen. Yakari, sieh doch da! Ganz oben! Was macht er da nur? Flieg, Flughörnchen! Du musst sofort von dem Baum weg! Lass endlich diesen Beutel fallen. Beeil dich! Er ist verrückt. Dann werde ich ihn retten. Ich werde hier hinaufklettern. Auf der Seite brennt es noch nicht. Aber dafür brauche ich deine Hilfe, kleiner Donner. Oh nein, Yakari, das ist zu gefährlich. Oh, oh. Oh. Pass auf. Oh. Yakari! Oh nein, du armer Du. Vergiss endlich den Beutel, du verrückter kleiner Dickkopf. Meine Schätze. Oh nein, mein schöner Beutel. Flieg endlich, worauf wartest du? Aber Yakari, wir Flughörnchen fliegen doch gar nicht. Wir gleiten immer nur von Ast zu Ast. Und Äste gibt es ja gar keine mehr. Was soll ich bloß machen? Na ja, und zum nächsten Baum kann ich auch nicht mehr gleiten. Die sind alle viel zu weit weg. Wir retten dich. Ich bitte dich von Herzen, Yakari. Er kann nicht springen, dafür ist er viel zu hoch. Du hast alles versucht, Yakari. Mehr kannst du nicht für ihn tun. Und du bist viel zu schwer, um darauf zu klettern. Aber sonst wird er gleich ersticken, Graufuchs. Von uns allen bist du der Einzige, der ihm jetzt noch helfen kann. Na gut, Yakari, ich werde es tun. Ich werde meine Schätze nie wiedersehen. Und nie wieder werde ich sehen, wie die Nüsse an den Bäumen reifen. Ach, hätte ich doch nie mein gemütliches Nest verlassen. Bist du langsam mal fertig? Es wird allmählich zu warm. Ja, aber wie kommen wir hier runter? Ich kann nicht klettern. Ich habe viel zu viel Angst. Und es gibt keine Äste mehr. Na komm. Und halt dich gut fest. Ich werde dir jetzt zeigen, wie ein Graufuchs so einen Baum herunterklettert.
was ist das denn für eine komische Art, so einen riesigen Baum runterzuklettern? Ich hab Angst. Das hast du toll gemacht, Graufuchs. Was für ein Glück, dass keinem von uns irgendwas passiert ist. Aber eben sehr mutig gewesen. Ich hatte ja ganz schlimme Angst um dich. Ich danke dir, Graufuchs. Du bist wirklich ungeheuer mutig. Kleiner Donner und ich. Wie? Wo ist Kleiner Donner? Hier ist Wasser, Yakari. Damit das Feuer nicht wieder ausbricht. Danke, Kleiner Donner. Aber zum Glück besteht jetzt keine Gefahr mehr. Bringen wir alles ins Dorf. Der Stamm kann das Wasser sicher gut gebrauchen. Die schwarzen Steine. Kannst du noch, Kleiner Donner? Na klar, aber es geht sehr hoch. Und all das nur, um Steine zu sammeln. Halte durch. Die schwarzen Steine sind sehr wichtig für unseren Stamm. Aus denen lassen sich die besten Werkzeuge und Pfeilspitzen machen. Ich verstehe langsam, warum Kleiner Dachs lieber zu Hause bleiben wollte. Der Wind hier oben kann schrecklich kalt sein, aber ich bin trotzdem gern dabei. Die Landschaft ist wunderbar und so hoch in den Bergen leben sicher ungewöhnliche Tiere. Vielleicht werden wir noch einige kennenlernen. Wir sind da. Das schwarze Gestein werden wir hoffentlich an den Hängen dieses Berges finden. Das ist ein guter Platz. Hier sind wir im Windschatten, also werden wir hier unser Lager aufschlagen. Gut. Kühner Rabe und hastiges Eichhörnchen, ihr baut zwei Zelte für die Nacht auf. Yakari, du sammelst Feuerholz. Mach ich, Vater. Und du wartest hier. Du bist heute wirklich weit genug gelaufen. Vielen Dank, Yakari. Na klar, erhol dich gut. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Nanu? Diese Hufabdrücke. Ja, das kann nur ein Wapiti sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Weg auch wiederfinde. Wo kommt der Krach her? Hört sich an wie brechende Äste. Großer Wapiti! Lauf nicht weg! Keine Angst, kleiner Mensch. Was ist da passiert? Das sind zwei, die sich im Kampf verloren haben. Jetzt ist die Zeit der Kämpfe unter uns Wapitis. Viele Monde lang waren ihre Geweihe untrennbar ineinander verhakt. Sie konnten sich nicht befreien. Wo will er hin? Er tritt gegen einen anderen Bullen in seinem Alter zum Kampf an. Dazu treffen sie sich auf einer Lichtung. Aber warum kämpfen sie? Folge mir. Yakari braucht sehr lange, um Holz zu holen. Sei unbesorgt, kühner Blick. Dein Sohn ist klug. Da zieht ein Unwetter auf. Er sollte lieber bald zurückkommen. Ein Wolf. Männchen kämpfen miteinander, um Weibchen zu erobern. Oh, unglaublich. Das ist das Geräusch, das ich gehört habe, das Krachen ihrer Geweihe. Oh nein, mein Feuerholz. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Oh. Los, pack mein Geweih! Werden wir es schaffen, ihn abzuhängen? Ich bin bei weitem schneller als dieser Fellkloß. Sag mal, wie heißt du? Yakari. Das ist ja ein Unwetter.
Gletscher. Ich kann nichts mehr sehen. Halt dich gut fest. Ich sehe für uns beide. Schon noch loswerden. Hab keine Angst. Oh, ist das kalt. Oh. Wie soll ich denn jetzt nur zu unserem Lager zurückfinden? Kleiner Donner. Was ist denn, mein großes Pony? Du machst dir auch Sorgen, was? Ich denke, das heißt, ich soll dir folgen. Du bist wirklich ein guter Fährtenleser. Wir müssen Yakari unbedingt finden, bevor es anfängt zu schneien. Denn sonst verlieren wir seine Spur. Wir laufen ja immer höher in die Berge, großer Wapiti, und es ist so schrecklich kalt. Du kannst mir vertrauen, Yakari. Ich weiß einen sicheren Ort, wo wir warten können, bis der Schneesturm vorbei ist. Ich fühle mich gut. Ja, seltsam. Mir ist richtig mollig. Wow. Ist das schön. Was ist denn? Ja, aber... Wasser, das kocht? Da staunst du, was? Schön, nicht? Schade nur, dass kleiner Donner nicht hier ist, um das auch zu sehen. Wir haben die ganze Nacht gesucht und keine Spur von Yakari. Nicht eine. Hoffentlich hat er einen Unterschlupf gefunden. Was sollen wir tun? Kleiner Donner? Witterst du etwas? Ja! Oh nein! Wölfe, die sind ganz in der Nähe. Schnell weg von hier, Yakari. Zurück! Komm, kleiner Donner! Ich hoffe, wir sind weit genug weg von den Wölfen. Wir können uns ein bisschen ausruhen. Wenn ich nur wüsste, wie ich meinen Vater und Kleiner Donner wiederfinden... Nanu? Kleiner Donner! Vater! Da! Die Wölfe! Yakari, lauf schnell weg! Ich halte sie auf! Steig auf! Folge mir, Yakari! Nein, Vater, tu das nicht! Wir müssen dem großen Wapiti folgen! Du musst weg von dem Wapiti gehen! Die Wölfe werden sich alle auf ihn stürzen! Bitte vertrau ihm, Vater! Er hat mir das Leben gerettet! Dann ist es gut! Ich vertraue dir, mein Sohn! Bleibst du stehen, Wapiti? Sie kommen! Wir dürfen nicht anhalten! Seht doch mal! Vater, das ist unglaublich! Sie sind völlig verunsichert. Die wissen nicht weiter. Vorsicht, da kommt einer! Zum Glück habe ich Hufe. Der arme Wolf. Da hat sich einer die Pfoten verbrannt. Ein seltsames Stück Erde. Da, sie geben auf. Wir sind alle gerettet, Yakari. Und das nur durch den Wapiti. Er kennt die Geheimnisse der Berge. Das verdanken wir auch dir, mein Sohn. Dir und deinem großen Wissen über die Tiere.
und dann auch deiner Gabe, all die Tiere zu verstehen. Na los, geh noch mal zu ihm. Er scheint auf dich zu warten. Du hast mich zweimal gerettet, großer Wapiti. Das werde ich dir nie vergessen. Auf Wiedersehen, Yakari. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Yakari? Hier, sieh dir das mal an. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Der Boden ist kochend heiß. Darum ist der Schnee hier weggeschmolzen. Und die Tiere wissen, dass durch die Wärme hier eigentlich immer Sommer ist. Das war ein tolles Wettrennen. Was heißt hier toll? Eigentlich hätte ich gewinnen müssen. Das ist doch nicht schlimm. Nächstes Mal gewinnst du. Nächstes Mal? Es wird kein nächstes Mal geben. Ich bin der beste Kletterer des ganzen Stammes. Und das werde ich dir sofort und ein für alle Mal beweisen. Seht ihr den Baum da? Bisher hat's noch niemand geschafft, auf den Baum raufzuklettern. Niemand außer mir. Kleiner Dachs, sei vorsichtig, das bringt doch nichts. Du wirst... Nein, lass ihn. Er wird doch keine Ruhe geben, bevor er die Baumspitze erreicht hat. Meinst du? Das sieht ziemlich gefährlich aus, findest du nicht auch? Ja, aber was Regenbogen sagt, stimmt schon. Er muss darauf, sonst hat er noch morgen schlechte Laune. Nicht zu fassen. Er will wirklich bis ganz nach oben. Ich hab's gleich geschafft. Gut gemacht, kleiner Dachs. Oh, ist das klasse. Von hier sieht man die ganze Welt. Jetzt bin ich wirklich ganz oben. Ich hab's geschafft. Ich bin einsame Spitze. Hört ihr mich? Kommst du? Es wird schon sehr bald dunkel werden. Wir müssen zurück zu den anderen. Ich komme. Stimmt was nicht, kleiner Dachs? Ich bleib noch hier oben und seh mich ein bisschen um. Ist gut, wir reiten dann zurück nach Hause. Kommst du bald nach? Ja, ja, reitet vor. Macht euch um mich keine Sorgen. Wir sehen uns später im Dorf. Wie soll ich denn bloß hier runterkommen? Ich versuch's mal. Ah!
Na, da hat aber einer Angst. Er wäre fast runtergefallen. Ich glaube, der kleine Mensch steckt in Schwierigkeiten. Was krächzt ihr so wild? Was soll das bedeuten? Verschwindet, hört auf, um mich rumzuflattern. Nanu, können wir da nicht mehr runterkommen? Hat da jemand Höhenangst? Und ich dachte, die haben niemals Angst, die Sioux. Auch das noch, der Wind nimmt zu. Und ein Gewitter zieht auf. Aber kleiner Dachs ist immer noch nicht zurück. Und dass er das Essen auslässt, passt so gar nicht zu ihm. Du hast recht, Regenbogen. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Wir sollten lieber nachsehen. Ihr müsst schnell zurück nach Hause! Es kommt ein furchtbares Gewitter. Alle Wesen, die hier im Wald wohnen, haben sich schon verkrochen. Das ist es ja. Mein Freund Kleiner Dachs ist immer noch hier im Wald und das macht uns Sorgen. Meinst du etwa den, der da ganz oben auf dem Baum hockt? Ich habe Krickrack und seine Freunde gesehen, wie sie um ihn herumflattern. Krickrack? Ausgerechnet. Er wird sich nur über Kleiner Dachs lustig machen. Helft ihr eurem Freund. Ich fliege in mein Nest zurück. Kleiner Dachs! Gegen diesen Wind kann er uns nicht hören. Jetzt hättest du auch gern Flügel wie wir, was? Dann wär's viel einfacher. Aber am Boden seid ihr Menschen immer groß darin, uns Vögel zu ärgern, nicht? Kleiner Dachs, hörst du mich? Jetzt seht doch mal, wer da unten ist, Freunde. Yakari, was machst du denn hier? Nein, sag mir lieber, was du hier machst und was du mit meinem Freund angestellt hast. Na, nichts, überhaupt nichts. Nichts Besonderes, wir haben uns nur ein bisschen amüsiert. Findet ihr das witzig, sich über ihn lustig zu machen, weil er da oben festsitzt? Bei so einem Unwetter? Ist da jemand? Ach, entschuldige bitte, wir ahnten, dass das dein Freund ist. Ja, entschuldige bitte. Aber jetzt sollten wir uns einen Unterschlupf suchen. Warte noch, Krickrack. Vielleicht kannst du mir ja helfen, ihn da runterzukriegen. Ach ja? Naja, und warum? Ach, natürlich, weil es sehr viel einfacher für dich als für mich ist, da oben raufzukommen. Ich habe im Moment überhaupt keine Zeit. Und jeder hat seine Probleme. Krickrack! Alles gut überstanden? Ja. Vielen Dank, Yakari. Aber jetzt schuldest du mir einen Gefallen, hm? Durch den Regen ist der Stamm viel zu rutschig geworden. Es wäre nicht klug, da einfach mit bloßen Händen raufklettern zu wollen. Vielleicht schaffen wir es mit Lianen. Ich weiß, wo welche sind. Das ist eine sehr gute Idee. Danke, Regenbogen. Wir kommen gleich wieder. Wo sind Regenbogen und Yakari? Die beiden haben mich sicher längst vergessen. Was soll ich nur machen? Na los, Yakari, was ist? Ich hab nicht ewig Zeit. Warte doch. Wenn er das sieht, weiß er, dass ich hier bin, um ihm zu helfen. Und dass er Geduld haben muss. Gib ihm das. Gut. Aber danach sind wir quitt, Yakari, oder? Ja, das sind wir. Da ist schon wieder dieser Rabe. Hau ab, was willst du denn jetzt noch? Verschwinde! Der kapiert ja wirklich gar nichts, der kleine Mensch. Lass mich in Ruhe. Hau endlich ab! Ach, jetzt reg dich doch mal ab. Ich habe heute schon genug Federn verloren. Ja, was willst du denn nur von mir? Hm? Was ist denn das da? Aber das ist doch Yakaris Beutel. Das bedeutet, dass er gekommen ist, um mir zu helfen. Er kann nicht weit sein. Gut gemacht, Regenbogen. Jetzt müssen wir uns sehr beeilen.
Krickkrack, du wirst mir beim Raufklettern helfen. Was? Schon wieder? Fertig? Fertig. Viel Glück, Yakari. Pass gut auf. Da lang, kleiner Sioux. Nein, doch nicht den da. Halt dich lieber an dem Ast fest. Was? Sieh an, wer hat sich denn da verirrt? Oh nein! Nimm meine Hand, kleiner Dachs, na los! Lass mich nicht los, Yakari! Halt durch, kleiner Donner! Jetzt kannst du mich loslassen, kleiner Dachs. Wenn das nicht knapp war. Danke, Yakari. Ich danke euch allen. Kommt, wir reiten nach Hause. Hoffentlich haben uns die anderen noch was zu essen übrig gelassen. Ich habe Hunger wie ein Wolf. Jetzt sind wir aber wirklich quitt, hm? Es ist ein großes Glück, dass ich mich so auf euch verlassen konnte. Du hast wirklich großen Mut bewiesen, bei diesem Baum da ganz rauf zu klettern. Ja, das stimmt. Das war ganz schön gewagt, kleiner Dachs. Eins musst du zugeben. Ich bin eben doch der beste Kletterer des ganzen Stamms.